Army Supply Ahead. Wobei natürlich auch die Banshees damit reinziehen, viele Hellions, die ihm jetzt eigentlich, finde ich, nicht so sehr nützen. Aber er hat auf jeden Fall einen großen Vorteil, so viel ist sicher. Ja, die Hellions werden, denke ich, jetzt mal nicht so viel Schaden machen. Dafür fehlt einfach, fehlen einfach die Probes hier unten. Ja. Was natürlich böse wäre, wenn die hier oben reinkommen. Gut, ob sich der Banshee jetzt mit dem Pylon hier aufhalten sollte. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass die Hellions jetzt hier riesig viel Schaden machen werden. Dafür ist der Damage-Output von den Stalkern einfach zu hoch, denke ich. Ja, er schafft sich erstmal Platz, indem er die Destructible Box wegräumt. Ja. Die Banshees schwärmen über die Karte. 1-1 hat diesmal schon angefangen für TBO. Wieder nur ja, ein Arbeiter im Gas. Nette kleine Bio-Armee. Also 1-1 wird sich. Jetzt ist die Frage, wo ist der Observer? Der Observer hängt über der Main und setzt sich jetzt in Bewegung. Okay. Wir haben zwei Observers auf der Map. Einer ist in der Mitte und der zweite ist jetzt bei der Army. Auf jeden Fall ein bisschen aktiveres Spiel als beim letzten Mal. Und also vom Worker Supply inzwischen auch wieder ausgeglichen. Das hat natürlich TBO einen riesen Army-Vorteil. Zum einen durch die Upgrades, die jetzt gerade dabei sind, fertig zu werden. Und einfach durch die schiere Masse. Wobei die Hellions, denke ich mal, nicht allzu viel nutzen werden. Das ist halt eine ziemlich starke Stalker-Composition. So, jetzt haben wir wieder einen Medivac voll Marines, der Richtung Main fliegt. Aber da warten schon drei Stalker, das könnte gefährlich für den Medivac werden. Und oh ja, ein voller Medivac, das wäre schon was Tolles. Da würde sich Billy freuen und könnte eventuell... Okay, er hat's gesehen. Gesehen und dreht sofort ab. Ich habe da hier gerade was gehört. Da sind sie. Na gut, ein paar Marauder sind auch ganz nett. Da lassen sich gut wie nennen die sich eigentlich hier? Prismatic Beams aufladen. Die Skill Rays. Skill Rays. Ja, ich schätze mal, Aurel hat auch schon ein Bier heute, das relativ lahm irgendwie im Vergleich zu sonst. Gucken wir uns bei den APMs auch. Naja, gut, APM. Ist jetzt nicht so schlecht. Aber irgendwie kommt es mir sonst, wenn man hinter ihm sitzt, vor, als wenn er da deutlich mehr Micro zeigt. Aber das täuscht schlecht. So, Colossus Tech ist fertig für Biddy. Und Level 1 Weapons Upgrade. Ja gut, ich meine, wenn Aurel jetzt losgeht mit Level 2. Aber erstmal ist er richtig heavy supply blocked. Also mit 2-2 ja, gegen 1-0. Thomas anmerkt, will irgendwie keiner eine dritte nehmen. Bei 16 Minuten. Ja, das war ja eben auch schon so. Ich denke mal, bei Aurel liegt es daran, dass er halt sehr häufig so ein One-Base-Pressure spielt. Ich glaube, bei ihm ist es dann so, wenn er jetzt angreift und dann würde er nebenbei gleich zwei Basen nehmen oder irgendwas dergleichen. Na, wir werden sehen. Ja. Interessante Wahl, dass er jetzt schon rausläuft. Ich denke mal, er wird jetzt die dritte dann doch nehmen. Und die Void Rays spotten die Hellions. Ja. Ja. Nee. Sichert sich nur mit Missile Turrets ab. Ah, der Push kommt sicher. Und ich denke mal, der wird da direkt losgehen, sobald es 2-2 fertig ist. Jetzt kriegt er die Void Rays for free. Yep, Void Rays for free. Aber jetzt müsste Patrick Bescheid wissen, geht aber irgendwie nicht in Position an seiner Rampe, seltsam. Stattdessen nimmt er eine dritte. Interessante Wahl. Ja. Ob das so der letzte Strohhalm ist. So von wegen, vielleicht sieht das nicht. Ja. Also entweder hört Aurel dem Stream zu oder er macht einfach das, was ich sage. Aurel, gutes Timing für die Vikings. Der erste Kolossus ist raus und die erste Viking ist im Bau.
Aber der Colossus wird nicht viel tun gegen die Marauders. Ja, Marauder räumt schön in der Basis auf. Verliert keinen Medivac. So weit, so gut. Ich dachte eigentlich, dass diese SCVs jetzt hier einen Haufen an Basen anfangen zu bauen, aber... Ja, irgendwie sitzen da vier SCVs, die nichts tun. Ja, jetzt haben wir 1-0, eventuell noch 1-1 vom großen Engagement gegen 2-2. Da wird nicht allzu viel passieren. Und Army Supply deutlich in favor für Aurel. Aber Patrick wagt sich nicht raus. Wir werden sehen. Ja, also das sieht alles schon sehr im Favor von Aurel aus. Also ich weiß gar nicht, ja, was könnte jetzt noch passieren. Nur angreifen, um sagt Thomas, da hat er recht. Vielleicht könnte er sich noch die Rocks wegräumen, dass er ein bisschen mehr Platz hat und mit den zwei Sentries, die... Ja, ich meine, wenn Billy jetzt noch einen Transfer macht und das auch noch irgendwie halten kann, dann ist es halt noch gar nicht so schlimm. Er wird es aber nicht halten. Es ist zwar immer noch 2-2 gegen 1-1. Ja, ich denke mal, jetzt kommt hier das Engagement und dann... Also wenn Aurel jetzt nicht sehr viel falsch macht, sollte das eigentlich, denke ich, haben jetzt bestimmt Point Defense schon. Die hat er rausgefokust. Das Stim. Okay, sieht gar nicht so schlecht aus vom Billy. Das ist halt irgendwie ein bisschen so undecisive. Okay, jetzt haben wir halt dran, eine gute Menge raus. Sentries. Army Supply sind wir jetzt fast gleich, aber die Upgrades kommen halt richtig, richtig harte. Bald 3-2 gegen immer noch 1-1. Wir haben ja halt zwei Kolossi. Ja, die zwei Kolosse sind natürlich mit den ganzen Force Fields jetzt. Wo sind die Vikings? Das sehr gute Edition für die Armee. Oh, da kriegt er noch ein paar Einheiten. Ah, die Konkave sieht aber nicht so gut aus für Billy. Aber er hält die Kolosse am Leben, was jetzt echt entscheidend ist. Oh wow, er hält es erstaunlich lange. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Und die dritte ist auch am Laufen. Dem jetzt die ganzen Marauder also aus der Armee raus. Das Spiel scheint noch nicht komplett gelaufen zu sein. Frage ist, wird er die dritte von Aurel entdecken? Hat er sie vielleicht schon entdeckt? Nein, hat er nicht. Wenn er jetzt mehr auf die Upgrades geht, er darf sich halt nicht zu sehr auf die Kolosse verlassen. Ich denke mal, das wird ein großes Problem sein. Wenn er sich zu sehr auf die Kolosse verlässt und momentan baut er halt noch sehr viel Kolosse. Ja, vor allem, wo wir jetzt doch schon ein paar Vikings auf dem Feld haben. Ja, inzwischen vier Vikings auf dem Feld. Und Mars Marines. Keine Marauders mehr. Finde ich ein bisschen komisch, aber... Was ich gegen Protoss oft so... Ja, warum keine Marauders gegen Protoss? So, wir haben ein kleines Hit-Squad von Marines, aber die werden gleich sterben. Ja, gefundenes Fressen für die Kolosse, würde ich sagen. Ja, also ich finde, dass jetzt sind wir vom Supply auch wieder gleich auf. Jetzt kommt es natürlich auf das Engagement an. Wenn er jetzt die Armee hier teilt, was gerade passiert, kann er echt Probleme kriegen. Der Kolossus wird draufgehen. Ja. Ja, wenn Aurel sich jetzt clever anstellt, kann er die Hälfte der Armee erwischen. Wenn oder er Vikings kann seine komplette verlieren. Ja, oh. Das sieht sehr gut aus. Kolosse sind gleich tot. Aber es wird zumindest nicht reichen, um die Armee zu clearen. Nee, und er hat recht viel verloren. Das Viking-Malko hat ein bisschen. Ja, die Vikings gefehlt. Werden jetzt aber alle drauf gehen. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt überhaupt noch im Feld hat. Aber sie haben beide. Fünf Vikings. Jetzt ist die Frage: Baut man noch weiter Kolosse? Mit drei weiteren, die gerade noch im Bau sind. Army Supply dead even, Worker Supply almost even. Wie sieht's vom Income her aus? Auch beide gleich auf. Also irgendwie hat Aurel das ein bisschen aus der Hand gegeben, muss ich sagen. Aber schauen wir mal, jetzt kommt das Templar Archives. 2-2 im Werke. Und wir haben momentan 3-2 für Aurel. Da kommt aber auch das 3-3 gerade schon. Ein Scouting-Hellion. Der sieht natürlich fast alles. Templar Archives müsste er gesehen haben. Ja, ich denke mal, er wird auch aufgeklickt haben. Tja,
Aber momentan ist Billy doch ganz schön weit vorne von der Army. Das liegt natürlich auch daran, dass Aurel ungefähr 1000 Minereien auf der hohen Kante hat. Was gleich noch mehr werden wird, wenn diese zwei Command Center jetzt auch noch eingesetzt werden. Ja, ich glaube, wenn Billy jetzt expandiert, die Upgrades rauskommen, Templer kommen, dann sieht das schon ganz gut aus. Er sollte sich auf jeden Fall jetzt nicht mehr auf Kolosse verlassen. Mit 11 Vikings. So, Aurel scheint hier irgendwie Planetary Fortress Rush zu machen. Wobei, ich glaube, bei 26 Minuten kann man auch nicht mehr von einem Rush sprechen. Billy hat okay, jetzt die Basis hier gescoutet. Kommt Scout Command Center. Was ich nicht so direkt verstehe, vielleicht sollte es eine Planetary Fortress werden. Aber ja, ich denke mal, er wollte irgendwas Verrücktes wie das war dergleichen machen. Ja, also Billy sollte sich jetzt auch eine vierte sichern. Denn die von Aurel, die legt jetzt direkt los mit ein paar Mules. Da kommen sicherlich noch einige dazu. Und sein Upgrade-Vorteil ist jetzt natürlich auch demnächst nicht mehr ganz so krass. Ja, mit vielen Vikings werden die mit zwei Kolossen jetzt auch nicht mehr so viel helfen. Ja. 2-2 ist fertig, Charge ist fertig. Jetzt fehlen natürlich noch ein paar High Templar. Davon haben wir erst 3. Aber diese Basis wird auf jeden Fall nicht lange überleben. Ja. Oh, und er hat die SCVs nicht gerettet. Ja. Die hat er leider zu spät abgezogen. Ist natürlich böse, aber dafür hat er 2 Basen und eine riesengroße Armee. Jetzt kommt es natürlich auf das Engagement wieder an. Wir haben halt ziemlich viel Army Supply in Vikings. Ob es ihm jetzt großartig okay, was nützt. Das versucht jetzt. Wenn er sie landet, hat er vielleicht noch eine Chance. Aber sonst ist es einfach zu viel Army Supply in Vikings. Das sind zwar ziemlich viele Marines. Es kommt halt darauf an, wie die Storms jetzt sitzen. Ja. Kolossus und Heiden. Also Kolosse kann hier nicht lange überleben, so viel ist sicher. Ja. Und die Storms sind eigentlich eher mediocre. Ja, das ist gut. Wenn jetzt ein Storm kommt, das war ein ja, Storm. Das war ein schöner Storm. Haben wir noch Energie für Storms? Aber haben wir noch High Templar? Nee, die sind leider alle gestorben. Die Marines werden das nicht überleben. Nee, die Marines schmilzen dahin. Also wäre jetzt schon schön, jetzt nochmal ein Area of Effect Damage zu haben. Und da auch seine Natural fast ausgemeint ist, sieht es langsam sehr dünn auf dem Konto für Aurel aus. Ja, Billy hat ein gutes Einkommen, aber das wird nicht lange halten. Er braucht jetzt auf jeden Fall eine vierte. Die Natural ist almost mined out und seine dritte ist, naja, und da kommt auch schon die relativ Basis niedrig. Billy. Und der Push in die dritte von Aurel. Und auch die wird nicht lange überleben. Ja. Die Vikings wieder alleine. Und schöne Force-Fields. Bald die Rams. Ja. Bald lohnt sich's wieder, Kolosse zu bauen. Ja, ich denke mal, hier wird der Großteil an SCVs sterben. Alle SCVs sterben. Und wenn Aurel jetzt hier mit seinem Drop nicht großartig Schaden macht, dann kann er auch GG sagen. Ja. Viertes am Laufen. Und das sind mächtig viele Zealots, die alle auf den Nexus gerettet sind. Die Marines stehen halt recht gut dazwischen hier. Ja, auf jeden Fall. Benches. Die Marines stehen gut. Aber ob jetzt das jetzt so clever war, weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall Schaden gemacht, ob es sich jetzt gelohnt hat. Oh, noch die Feedbacks auf die Medivacs. Das ist natürlich bitter. Die Medivacs hätte er sich noch holen können. Aber die Supplies sagen halt hier eigentlich schon, wie der Status des Spiels ist. Inzwischen sind, glaube ich, doch schon eine ganze Menge an Workern draufgegangen bei der Sache. Oh ja, 65 Worker hat Billy schon gekriegt. Und ich denke, jetzt haben wir hier gleich ein GG. Ich denke auch, dass das der letzte Kampf ist, den wir sehen werden. Sich, aber na, vielleicht verlässt er sich auch auf seine Hidden Expos, aber ich hoffe nicht. Weil das Spiel ist jetzt eigentlich schon zu Ende. Und wieder den Rally Point am Orbital vergessen, oben links. Oder? Was? Ja. Ja, ich glaube, das spielt jetzt hier nicht so die Riesenrolle. Ja.
Ich glaube, er verlässt sich doch auf seine Hidden Expo. Also scheinbar denkt er, dass er noch was reißen kann.